Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus in Voraus möchte ich sagen, es ist bald Weihnachten, wir haben Adventszeit und jetzt gerade bald Weihnachtszeit und gleich auch danach kurz Silvester. Und da ich nicht weiß, wie und was passiert, ob ich jetzt zeitlich noch Videos mache dieses Jahr oder nicht, das werden wir sehen, wie der Herr mich leitet, möchte ich hier mich bei euch allen bedanken. Bedanken für alle Ermutigung, Ermahnung, die gute Kommentare und aber auch die schlechte. Es ist eine Herausforderung, auch auf solche Kommentare zu schreiben oder zu reagieren, die einen nicht vielleicht so willkommen sind. Das tut auch vielleicht im ersten Moment einen ein bisschen unterdrücken, aber dennoch, da sehe ich, wie der Herr einen wieder hochzieht, Adlerflügel gibt und wieder gen Himmel fliegen kannst und alles von oben betrachten darfst. Ich danke euch wirklich für die guten Gebete, die mich begleitet haben die ganze Zeit. Weil auch eure Gebete haben dahin geführt, dass ich hier dieses Amt ausführen darf. Nicht als Priester, nicht als Pastor oder was auch immer, sondern als ein Bruder im Herrn. Ich danke auch diejenigen, die mich unterstützt haben, auch finanziell, auch auf irdischer Ebene. Es ist immer wunderbar, wie Gott leitet. Und ich muss auch sagen, es ist nicht leicht, ein Mensch zu sein. Weil man hat mit so vielen Sachen zu kämpfen. Mit so vielen. Und das Schlimmste ist nicht nur die Verführung, sondern die Anfechtungen, die Kämpfe gegen das eigene Leib, gegen die dämonische Welt, die einen, der Gottes Kind ist, völlig zerstören will. Aber ihr habt mich so schön und wunderbar ermahnt und erbaut. Und ich danke euch. Gott segne euch ganz, ganz arg. Ich umarme euch alle. Und ich möchte hier für Weihnachten, fürs Neujahr, euch etwas aus dem Psalm 25 vorlesen. Und das wünsche ich euch, das als Begleitung für den weiteren Weg mit dem Herrn. Psalm 25. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele, mein Gott, auf dich vertraue ich. Lasst mich nicht zu Schanden werden. Lass meine Feinde nicht über mich frohlocken. Auch werden alle, die auch auf dich harren, nicht beschämt werden. Es werden beschämt werden, die treulos handeln, ohne Ursache. Deine Wege, Herr, tue mir kund, deine Pfade lehre mich. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott meines Heils, auf dich harre ich den ganzen Tag. Gedenke an deine Erbarmungen, Herr, und an deine Gnaden erweise,
denn sie sind von Ewigkeit her. An die Sünden meiner Jugend und meiner Vergehen gedenke nicht. Nach deiner Gnade gedenke du meiner, um deiner Güte willen her. Man könnte hier auch sagen, um deines Namen willen. Und auch 1. Thessaloniker 5 von Vers 1 bis 11. Die sollen euch begleiten, uns begleiten im Herrn. Ich weiß nicht, ob wir Neujahr hier auf der Erde noch erleben, aber sollte das so sein, Gott weiß genau warum. Und wir sollen das in Dankbarkeit annehmen. Dennoch, ich denke nicht, ich weiß ganz genau, ich weiß hundertprozentig, dass die Stunde der Belohnung der Gemeinde da ist. Die Stunde, wo Gott seine Arbeiter, seine Glieder, seine Gemeinde zu sich ruft, ist da. Es wird nicht mehr lange dauern. Und das lasst uns auch erbauen und ermahnen gegenseitig. Gegenseitig. Es ist bald Weihnachten. Und ja, da kann man eigentlich mit vielen Weisheiten hier umkehren und verkehren und sagen, Weihnachten ist eine babylonische Fest. Man soll das nicht tun. Und ich möchte niemand hier irgendwie belasten. Aber dennoch wünsche ich euch frohe Weihnachten im Herrn. Ist denn das Brot, was ich esse, nicht durch mein Gebet gesegnet? Durch den Gebet an meinen Vater, durch den Herrn Jesus Christus, ist mein Brot gesegnet. Ist mein Auto gesegnet? Durch den Gebet ist mein Kleid, mein Haus, meine Arbeit, mein ganzes Wesen da auf der Erde ist durch das Danken, durch das Beten gesegnet. Und Paulus sagt, es gibt keine Götzen. Und wenn manche den Teufel ein Ritual machen, das ist doch nicht meine Sache. Ein Fest ist durch meine Danksagung, durch mein Gebet, dass ich für den Herrn mich freue, gesegnet. Und da kann jeder kommen mit Weisheiten aus alten Schriften und neuen Schriften. Ich erlebe diesen Fest für den Herrn. Ich mache aus diesem Fest ein Fest als Danksagung für den Herrn. Und er soll gepriesen werden, gelobt sein und erhöht werden über alles, weil er alleine ist es würdig. Sage ich nicht Dank, auch wenn ich Sorgen habe? Weil durch diese Sorgen tut er das Ausharren in mir, die Hoffnung in mir stärken. Als Petrus da saß und Gott tut ihm das Tuch mit unreinen Tieren. Die Juden durften nicht diese Tiere essen. Es war Gesetz. Sie durften es nicht.
Und Petrus sträubt sich gegen Gott und sagt, ich werde das nicht essen, des Unrein, sowas geht in meinen Leib nicht rein, durch meinen Mund nicht. Und Gott sagt, Petrus, iss. Dreimal hintereinander dasselbe. Und dreimal sagt Petrus nein und Gott sagt, was ich sauber mache, was ich segne, das kann niemand auf dieser Welt sagen, es ist unrein. Und dann kommen wir kleine Menschen und sagen, was rein und unrein ist vor dem Herrn. Es ist klar und deutlich, was Sünde und Nichtsünde ist. Eine Sünde kann nicht rein sein. Aber nur, weil ein Mensch einen Götzendienstopfer bringt, das ist für ihn ein Ritual. Und wenn er das Opfer, dieses Opfer mir zu essen gibt, ist durch dieses Gebet, mein Gebet, gesegnet. Und ich kann es gutes Gewissens essen, das sagt Paulus klar und deutlich. Was Gott rein macht, dann ist es rein. Ist denn deine Frau, dein Mann, deine Kinder nicht auch durch dich gesegnet? Doch. Weil die unter den Segen deines Gottes, deines Vaters, deines Heilandes, Jesus Christus, leben. Und wir sagen dann, das ist unrein, Gott. Das haben die Babylonier gemacht oder wer auch immer. Aber wir machen nicht das, was die Babylonier gemacht haben. Die haben Teufelsanbetung absichtlich gemacht. Aber wir machen eine Gottesdanksagung. Wir feiern, wir sind fröhlich im Herrn. Und ist es so unwürdig, jemand eine Freude machen durch einen Geschenk, wenn ich sehe, wie mein Kind strahlt, weil ich ihm was schenke? Ich soll doch jeden Tag meine Liebe ihm schenken, so wie Gott mir jeden Tag Gnade schenkt, Liebe schenkt, Geduld schenkt. Trotz all, dass ich jeden Tag dennoch sündige. Jeden Tag wird die Gnade erneuert. Meine Sünden werden vergessen und vergeben. Weihnachten. Ja, natürlich. Es ist so, man kann jetzt philosophieren und man kann rumsprechen, rum und rum, wann Jesus geboren ist. September, Oktober, jetzt, er ist nicht am Weihnachten geboren. Okay. Aber egal. Es sind auch viele Türken oder Palästinenser, ich hatte türkische Kollegen, die waren aus armen Zuständen nach Deutschland gekommen, die hatten keine Ausweise, Papiere, Dokumente wie wir und die wussten nicht, wann sie genau geboren worden sind. Deswegen haben diese türkische Kollegen, es waren drei oder zwei, ich glaube, drei waren sie, aber das ist egal jetzt. Die haben immer am 1. Januar ihren Geburtstag gefeiert. Und ich weiß, als ich dann am 7. arbeiten gegangen bin oder am 6., je nachdem wie es war, haben wir in der Firma die Geburtstage von diesen Männern gefeiert miteinander.
Aber weil sie es nicht wussten. Jetzt wissen wir es auch nicht ganz genau. Deswegen ist es auch nicht schlecht, wenn ein Tag festgelegt ist, wo wir ganz konkret gedenken an seine Geburt. Es kann sein, dass es September war, es kann sein, dass es Oktober war. Aber das spielt eigentlich nicht eine Rolle. Eine große Rolle ist, ob du glaubst dran, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, für dich Mensch geworden ist. Dass er geboren worden ist für dich, für mich und für die ganze Welt. Weil in der Bibelvers Johannes 3, Vers 16, dass so hat Gott die Welt geliebt. Da würde ich das vielleicht so sagen, dass er zugelassen hat, dass Jesus Christus als Mensch geboren wird, dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Es genügt aber nicht, dass ich glaube an seine Geburt und ich feiere an seine Geburt, sondern die große Wichtigkeit ist, dass ich glaube auch, dass er für mich an meiner Stelle gestorben ist, aber auch auferstanden. Das ist, was mir das ewige Leben gebracht hat. Das hat mir gebracht die Versöhnung mit Vater, dem Vater Gott. Seine Geburt alleine hätte es nicht gereicht. Aber nicht nur seine Geburt alleine, sondern das, dass er die ganze Jahre bis zu seinem bitteren Tod sündfrei geblieben ist, obwohl er in der Fleisch der Sünde gelebt hat. Auch wenn er aus Gott geboren ist, durch eine Frau, also nicht aus Wille eines Mannes, sondern aus dem Willen Gottes, war er mutterlicherseits fleischlich wie du und ich. Und er musste lernen, gehen, sehen, schreiben. Es ist in der Prophezeiung auch geschrieben, er musste lernen, sogar gehorsam. Er musste alles lernen. Aber er hat es getan für dich und für mich. Ist es uns bewusst, dass Jesus Christus seine Herrlichkeit verlassen hat? Wie er ganz genau das in Johannes 17 beschreibt, in der Herrlichkeit, in dem ich da war bei dir, Vater. Er hat diese Herrlichkeit verlassen und er hat sich unter der Engel erniedrigen lassen, um dich und mich zu retten. Ja, jetzt ist es so, es sind Muslime, es sind Katholiken und alles Mögliche auf dieser Welt, die sagen, Jesus Christus, ja, okay, ein guter Mensch, es war ein Prophet. Und merken nicht, dass sie die wichtigsten Sachen auslassen. Wir wissen, Gott hat Geschichte geschrieben mit Israel.
Aber mit dem Tod Jesus Christus ist die Geschichte für den Ersten aufgehoben worden. Mit dem Geburt Jesus Christus hat die Stunde von 0 Uhr angefangen. Wir leben jetzt 2017 nach Geburt Christi. Und nicht nach Geburt Mohammeds, nicht nach Geburt des buddhistischen Götter oder was auch immer, sondern nach dem Geburt Jesus Christus hat es 0 Uhr angefangen. Er hat ein neues Bund reingebracht. Er hat eine neue Zeitwende reingebracht. Kalender haben die auch die Mayas gehabt. Kalender haben die Juden gehabt und heute sagen, glaube ich, 5777. Jahr ist es jetzt bei der jüdischen, nach der jüdischen Kalender. Aber Jesus Christus ist gestorben für den Heiden, für alle Menschen. Und in Christus gibt es kein Jude, es gibt kein Grieche, es gibt nur die Nationen. Und für diese Nationen ist mit Jesus Christus Geburt die 0 Uhr angefangen. Und jetzt könnten sie natürlich sagen, die Römer waren es, die das eingeführt haben. Und ich finde es schon komisch, dass gerade mit der Geburt Jesus Christus. Mit der Geburt Jesus Christus hat der erste Tag der neuen Kalender angefangen. Das Alte wird auch berücksichtigt. Aber in Jesus Christus ist was Neues angefangen worden. Die Zeit der Nationen fing an. Und diese Zeit der Nationen war auch Israel eingeschlossen. Ab diesem Augenblick zählte Israel schon zu den Nationen. Gott hat Israel verworfen. Und mit der 70. Jahrwoche wird er sich wieder als seinen Volk annehmen, aber dann ist die Zeit der Nationen zu Ende. Und fängt an die Zeit der antichristlichen Zeit, wo Gott auch während dieser Zeit wieder sich an den Juden wenden. Das ist, dass das Kalender von Jesus Christus Geburt gezählt wird, ist, bin ich überzeugt, auch der Wille Gottes. Wir sagen weltweit, dass wir leben im Jahr 2017 nach Christus Geburt. Nach Christus Geburt. Das Geburt wird begleitet von das größte Zeichen. Das größte Zeichen, die auch wenige sehen, der Stern Bethlehem. Israel hat es nicht erkannt. Es waren nur drei Weisen oder die Weisen, die aus fernen Landen gekommen sind, die erkannt haben, dass der König der Juden geboren worden ist. Gottes Sohn, der aus seiner Herrlichkeit runtergekommen ist, ist in Armut runtergekommen, erniedrigt unter den Engeln für eine kurze Zeit, sagt die Schrift.
Ja, okay, für manche ist es nicht deutlich maßgebend, weil für manche gab es es eigentlich vorher nicht oder was auch immer. Aber für mich ist es biblisch deutlich, dass Jesus Christus von vor Grundlegung des Welt gab, aber nicht in der Berufung des Erlösers noch und auch nicht noch in der Berufung der Thronfolger Davids. Das war erst mit der Geburt möglich, weil er stammt aus dieser Linie. Er ist der Nachfolger Davids, aber ist gestorben. Und wenn wir an der Auferstehung nicht glauben, dann ist es alles umsonst. Und natürlich auch unser Glauben, so sagt Paulus auch. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, sind wir auch nicht auferstanden und dann sind wir die Elendsten der ganzen Welt. Und die Welt ist am elendsten auch da, weil die haben gelebt für nichts und wieder nichts, gekämpft das Leben lang für Macht und Herrlichkeit, die sie dann am Tag des Todes, am Stunde des Todes verloren haben. Jesus Christus verlässt die Herrlichkeit und wird Mensch durch Gottes Wille. Er kommt in Armut ohne großes Tamtam um sich her. Kein rotes Teppich. Er wird geboren in einen Stall. Der Sohn Gottes. Und Gott lässt das zu. Mit gutem Wissen und Gewissen. Er weiß genau, was er will. Es war in dem Plan, es war vorher prophezeit worden. Und so ist auch geschehen. Und die Engel, die verkündigen, das Geburt Jesus Christus verkündigen eigentlich nicht den Schriftgelehrten, die der Schrift kannten und dennoch nicht erkannt haben, weder der Stern Bethlehem noch aus den Schriften, dass Jesus Christus geboren wird. Und so wird heute auch nicht erkannt die Zeichen der Zeit. Oft leider auch von Christen. Steht dazu, erkennt die Zeichen der Zeit, weil diese Zeichen der Zeit sind für uns gegeben, liebe Geschwister, und wir sollen uns gegenseitig ermuntern damit. Sieh hier, am 23. September hat uns Gott schon wieder ein Sternbild gezeigt, Offenbarung 12. Was natürlich viele sagen, das ist nicht wahr, aber ich weiß es, es ist wahr. Ich bin da so von 100% überzeugt. Als der Stern Bethlehem erschien, war kein König da noch, der über Israel regiert und Israel aus dem Schlamassel rausbringt. Das wird erst später kommen, weil die Zeit nicht da war. Aber dieser Stern hat deutlich gezeigt, dass der König der Juden ist geboren worden. Und die Engel, die verkündigen eigentlich diese frohe Botschaft den Hirten, denen, die abgewiesen sind, die auf die Felder sind und Schafe hüten, so wie auch der gute Hirte macht, seitdem er geboren ist. Er hütet seine Schafe, er kennt seine Schafe und seine Schafe kennen seine Stimme. Er ist geboren,
Und er wusste, dass sein Volk ihn nicht annimmt. Er ist geboren und er wusste, dass er sterben wird. Er ist geboren, weil er den Willen seines Vaters tun wollte und getan hat. Jesus Christus sagt, mein Vater hat mich geschickt. Und wenn er nicht da war, konnte man ihn auch nicht wegschicken. Also, belassen wir es dabei. Jesus Christus hat seine Herrlichkeit aufgegeben für dich und mich. Und er hat uns ein neues angeboten, von Datum Null bis heute. Er ist für dich, für meine Sünden und deine Sünden gestorben. Er ist geboren für dich und für mich und für jeden Einzelnen. Was ist dir das wert? Was ist und wie viel ist dir das wert? Ist dir das wert, dich aufzugeben? Weil Jesus sagt, keiner kann mich folgen, wenn er sein Kreuz nicht aufnimmt, wenn er sich selbst nicht aufgibt. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Aber wenn du dich aufgibst, Jesus Christus hat seine Herrlichkeit aufgegeben für mich. Und für dich. Jesus Christus hat seine Macht aufgegeben, hat alles aufgegeben und aufs Spiel gesetzt für dich und mich, weil er den Vater vertraut hat und jetzt sagt er dir und mir, vertrau doch mir auch. So wie ich den Vater vertraut habe, vertraue du auch mir jetzt. Und wenn du alles aufs Spiel setzt und Jesus Christus vertraust jeden einzelnen Wort, ob um dich Feinde sind, ob es Sorgen sind, ob es Krankheit ist, und nimmst alles in Freude an, weil dein Herr hat das ganze Leidensweg auf sich genommen für dich und mich, dann wirst du nicht beschämend dastehen. Dann wirst du nicht beschämend dastehen und dann wirst du dich in Ewigkeit mit ihm freuen, weil das ist sein Lohn an dich und an mich, was wir nie verdient haben. Nie haben wir das verdient. Prophezeiung ist in Erfüllung gegangen. Und ab diesem Datum, als Jesus Christus geboren ist, ist die Zeit für die Juden abgelaufen. 70 nach Christus, so wie Jesus Christus es auch gesagt, so wie Daniel es schon prophezeit hat, 480 Jahre vorhin, war Israel total zerstört. Die Juden waren staatenlos. Das zweite Tempel wurde total der Erdoberfläche gemacht. Juden waren heimatlos. Und jetzt die Zeit der Gnade schließt sich. Die Juden haben wieder das Heimat zurückgekriegt von Herrn, von Gott. Das ist eine Prophezeiung, wie damals wird sich auch jetzt erfüllen und erfüllt sich vor unseren Augen. Das dritte Tempel ist in Bewegung zu erbaut werden, wie es prophezeit worden ist. Das Sternzeichen ist uns gegeben worden. Die Lage der Menschheit, die Bosheit der Menschheit, die verführte christliche Welt ist uns vor den Augen. Was willst du noch mehr? Gottes Liebe umfasst dich.
Er ist für dich und mich gestorben, weil er möchte, dass du und ich mit ihm in seiner Herrlichkeit sein werden in ganzer Ewigkeit. Und dieses Leid, sagt Paulus auch, was wir hier auf dieser Erde leiden, ist nicht zu bemessen mit der Herrlichkeit, was wir erben werden und erben haben schon hier in Christus Jesus, der seine Herrlichkeit aufgegeben hat. Und diesen ganzen Leid, er wurde nicht nur gespuckt und geschlagen und auf Kreuz genagelt, sondern er wurde von seinem eigenen Volk nicht angenommen. Was würdest du sagen, wenn du nach Hause gehst und seine Mutter, dein Vater, deine Schwester, deine Brüder sagen, du gehörst nicht zu uns. Du bist ein Abschaum, du bist ein Abfall, du sollst von hier verschwinden und komm nie wieder in diesen Haus hinein. Sein eigenes Volk hat ihn nicht angenommen. Es waren nur 12 Leute, die bis zum bitteren Ende mit bei ihm geblieben haben. Aus einem ganzen Volk. Was willst du jetzt tun? Willst du ehrlich aufnehmen, das, was Paulus uns sagt, was Jesus Christus uns durch Paulus, das Evangelium des Leibes Christi, willst du es ernst nehmen, ehrlich annehmen und danach leben und die Herrlichkeit Gottes zu erlangen? Oder willst du deine Weisheit mit verschiedenen Lehren füllen, die eigentlich dich weg von Gott ziehen und nicht zu Gott hin? Jesus Christus hat sich nie gefragt, ob er ein Kind Gottes, Sohn Gottes ist oder nicht, weil er immer vertraut hat. Er hat schwierige Situationen erlebt, schwieriger als du und ich. Er hatte mit der Mächte der Finsternis sehr viel zu kämpfen gehabt als Mensch. Und wir stellen uns so leicht, weil er Gottes Sohn ist, konnte er alles. Er musste es auch lernen, meine Lieben. Und er hat vertraut. Und ein Ziel war ihm vor Augen. Ich möchte den Willen meines Vaters, der mich gesandt hat, tun. Und nichts anderes. Was willst du machen? Jesus Christus hat für mich gelitten und dann soll ich meinen Willen ausführen. Wenn ich ihn diene, dann will ich sein Willen dienen und nicht meinen Willen dienen. Wenn ich zu ihm gehöre, will ich ihm vertrauen. Jesus Christus hat immer dem Vater vertraut und hat immer den Willen des Vaters getan. Er hat nichts getan von sich aus, obwohl er hätte die Macht. Er hat nicht mal einen Kranken geheilt, ohne dass es der Herrlichkeit des Vaters zu dienen solle. Und natürlich sagen manche, Jesus Christus hat gesagt, ihr werdet noch Größeres tun. Ist es nicht noch Größeres, dass wir das Leib Christi erbauen dürfen? Jesus Christus sagt hier nicht um Zeichen, um Machtausübung, sondern das Größeres, was wir tun, ist, dass durch uns Gott erbaut die Gemeinde, das Leib Christi. Und das ist Herrliches als alles andere. Ich kann Berge versetzen, wenn kein Liebe in mir ist. Nützt es mir nicht. Ich kann als Engelstimmen sprechen, wenn kein Liebe in mir ist. Nützt es mir nicht. Ich kann am besten
Sprachen sprechen, ich kann was auch heilen oder was auch immer, aber wenn nicht Gottes Liebe, Jesus Christus in dein Herz drin ist, nützt es dir nicht. Dann stehst du da vor deinem Herrn, der nicht dein Herr ist. Und er wird dir sagen, ich kenne dich nicht. Und dann wirst du sagen, wieso nicht? Und dann wirst du dich schämen müssen, wieso nicht? Ihr werdet Größeres tun. Das Größeres tun ist nicht hier Hokuspokus im Namen Jesus Christus zu tun, große Zeichen, Berge versetzen und Kranke heilen oder was auch immer. Sondern Größeres tun ist das Wille des Vaters, und das Wille des Vaters ist das Leib Christi zu erbauen. Und das ist schwierig, meine Lieben. Ist schwierig, mich zu lieben. Und für mich schwierig, andere zu lieben, die mir nicht in Kram passen. Aber das will der Vater, dass ich lerne, dich zu lieben, so wie du bist. Und dich zu erbauen, so wie du bist. Lieben. Jesus Christus ist heute geboren, vor 2017 Jahren. Nicht da genau, okay, aber ich möchte diese Geburtstage jeden Tag in Erinnerung haben. Genauso wie das Brotbrechen erinnert mich an seinen Tod, das möchte ich auch jeden Tag haben. Leider kann ich es auch nicht, weil ich nicht Leute um mich habe, mit denen das brechen kann. Aber ich tue es ab und zu mal, wenn ich solche Gemeinschaft habe, einmal im Monat oder zweimal im Monat. Ich würde mich freuen, ob ich täglich das machen könnte. Und wer seine Ehefrau hat, die stark im Glauben ist, der soll sich freuen und soll es ausüben. Wenn jemand einen Bruder im Haus hat oder eine Schwester im Haus hat, oder in der Nachbarschaft, dann könnt ihr euch hinsetzen und ihr könnt öfters das tun. Es ist kein Hokuspokus. Es ist Glauben und Gebet. Und dein Gebet ist viel wert vor Gott. Die Juden wurden staatenlos. Israel gab es nicht mehr. Das dritte Tempel gab es nicht mehr. Und jetzt gibt es wieder Israel. Und am Feigebaum erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist, sagt Jesus. Und das heißt, dass unsere Entrückung auch da vor der Tür steht. Und Paulus sagt so schön in 1. Thessaloniker 5, wir sind nicht zum Zorn Gottes bestimmt. Ich vertraue auf das Wort Gottes. Weihnachten. Es soll immer Weihnachten bei uns sein. Es soll immer Ostern sein und immer Pfingsten. Jeden Tag. Es soll kein Tag ausfallen, wo wir nicht dran gedenken. In Demut, in Freude, in Trauer. Weil du, Herr, hast es wegen mir tun müssen. Wegen mir. Wegen ein elender Nichtsnutz. Musstest du diesen Weg gehen, deine Herrlichkeit verlassen. Ist Weihnachten, meine Lieben. Der Feier
Das Feuer ist gesegnet durch eure Fröhlichkeit im Herrn, durch eure Gebete im Herrn. Wir beten an die Macht der Liebe. Und wir beten nicht an die Macht des Teufels. Wir haben keine Rituale wie in Babylon oder wie in der Welt. Und ja, da kann man sich immer streiten um unnützige Dinge. Aber gedenkt dran, was Gott rein gemacht hat, ist es auch ein Einfluss unserer Gebete. Wenn ich meine Bibel nehme und anfange zu lesen und vorher durch meine Hände zusammenfalten oder in die Luft heben und ich bete in Dankbarkeit zu meinem Vater und ich sage, Herr, segne das Wort, dass ich es verstehen kann. Wenn ich unter einen Tannenbaum sitze und ich segne dieses Feuer, warum nicht? Ich habe kein Ritual an die Dämonen. Eine Blume, ein Tannenbaum. Ein Loblied, ein Lobpreis für den Herrn. Anbetung an den Herrn. Es kann nicht schief laufen. Meine Freude am Herrn soll niemand mir wegnehmen können. Niemand. Ja, meine Lieben, wie Gott mich führt, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es noch bis Neujahr noch ein Video oder auch zwei, vielleicht auch nicht. Aber sollten wir uns nicht sehen dieses Jahr, wünsche ich euch Gottes Segen und lasst euch die Freude im Herrn nicht wegnehmen. Auch nicht durch ihr Lehren, ihr Aussagen, ihr Einstellungen. Ihr habt das Wort Gottes, prüft es und ihr werdet sehen. Gott richtet die Sünde, aber kein ehrliches Gebet. Gott hasst die Sünde, aber kein ehrliches Herz. Lass nicht in dein Herz, egal was es dich umgibt, dass du Gott zum Lügner machst, indem du nicht vertraust, indem du nicht auf ihn baust. Gott segne uns alle. Und ich wünsche euch ein gesegnetes Weihnachtsfest im Herrn. Und wenn wir uns nicht sehen sollten, auch ein gesegnetes neues Jahr. Aber wer weiß, vielleicht kommt der Herr bis dann. Dann möchte ich, dass wir uns alle hier sehen können, da oben in Herrlichkeit bei unserem Vater. Richtet euch, prüft euch heute noch. Das Wort habt ihr, beten könnt ihr, vertrauen sollt ihr, hoffen braucht ihr. Tut das, weil wir wissen, dass heute vor 2017 Jahren
Unser Herr und Heiland hat seine Herrlichkeit für dich und mich verlassen. Er ist für mich diesen Weg gegangen. Der war kein leichtes Weg. Er verdient die volle Hingabe unseres Lebens. Gott segne uns. Segne euch alle. Im Namen unseres Herrn Jesus.